Sie verbindet die Brückenstraße und die Karl-Marx-Straße mit der Fahrstraße in der Innenstadt. Einige interessante kleine Läden verstecken sich hier. Unter anderem eine Pizzeria, ein Juwelier und eine Fahrschule, sowie ein Restaurant und ein Naturkostgeschäft. Auf dem Platz der hier gelegenen Pfarrkirche St. Antonius befindet sich der Herkulesbrunnen. Dieser Brunnen wurde im 18. Jahrhundert errichtet. Die barocke Sandsteinskulptur an seiner Spitze zeigt den Namensgeber: Herkules im Kampf mit einer Bestie. Man kann leicht glauben, die Straße würde an diesem Punkt enden. Hier kreuzt sie allerdings die Stresemannstraße, an welcher sich die Bushaltestelle Karl-Marx-Haus und ein kleiner Spielplatz befinden. Auf der anderen Straßenseite findet man eine Bank, durch welche die Jüdemarstraße verläuft und dahinter in der Fahrstraße endet. Aber warum heißt diese Straße eigentlich Jüdemarstraße? Weiß ich leider nicht. Also aus dem Jüdischen vielleicht, aber keine Ahnung. Jüdemarstraße, du Himmel, Herrgott, nochmal! Wow, hab ich noch nie gehört. Ich bin von Trier. Hat das was mit der jüdischen Geschichte zu tun? Also mehr kann ich nur nicht vermuten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jüdemarstraße heißt nichts anderes als Judenmauerstraße. So wurde das Gebiet beim jüdischen Friedhof im 12. Jahrhundert genannt. Dieser Friedhof lag damals östlich der heutigen Pfarrkirche St. Antonius und schloss auch einen Teil des heutigen Viehmarktes mit ein. Wow. Ah, gut. Oh, interessant. Man lernt ja jeden Tag was Neues, gell? Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ne? Okay, das erklärt's. Aber ich meine, der Name macht ja Sinn. Judemar, Judenmauer, ja. Okay. Wäre ich nie drauf gekommen. Ja.